Hallo, guten Tag. Ihr seid wieder gelandet bei Maschenbilder. Ich sehe gerade, mein Schrank steht hinten auf. Den muss ich mal kurz ein bisschen zumachen. Ja, in Anbetracht der Vorbereitungen passiert so einiges immer in meinem Zimmer und dann vergesse ich den Zustand wiederherzustellen, sodass es möglichst repräsentativ für die Aufnahme hier ist, mit der ich euch Freude bringen will. Ja, stellt euch mal vor, ich sitze hier und möchte Freude bringen. Euch und mir und wenn es irgend geht, dem Rest der Welt. Und vielleicht auch denjenigen, die offensichtlich keine Freude haben. Sei es, dass sie das selbst verschuldet haben. Und vor allen Dingen möchte ich Freude denjenigen bringen, und das meine ich ehrlich und nicht mit Ironie, die wenig Freude haben und gar nichts dazu können und das auch nicht selbst verursacht haben, sondern ihrem Schicksal die Stirn bieten müssen. Und denen wünsche ich hiermit ganz viel Kraft und Energie. Und vielleicht kann ich mit unserem schönen Hobby auch ein paar neue Perspektiven vermitteln, die Menschen, die vielleicht momentan so ein bisschen in der Schattenseite des Lebens stehen, dazu bringen, sich auch mit was Schönem zu befassen. Und das sind nun mal unsere Handarbeiten. Es ist so, wem es nicht gefällt, der kann jetzt gleich abschalten, der braucht es nicht weiter gucken. Ich zwinge niemanden. Und ich gehe jetzt auch nicht mehr auf den ganzen Quatsch ein, der jetzt hier wieder hochgekocht war. Die armen Zuschauer sind zum Teil richtig verwirrt. Und die Zuschauerinnen. Wenn ich Zuschauer sage, dann vereinfache ich das einfach. Dann meine ich Männlein und Weiblein. Ich bin jetzt da nicht auf dieser weiblichen Geschichte, dass man unbedingt immer innen sagen muss. Bei Zuschauerinnen erwische ich die Männer nicht. Und wenn ich Zuschauer und Zuschauerinnen sage, vergeht zu viel Zeit, kostbare Zeit, die ich damit verbringen könnte, euch hier schöne Sachen zu zeigen. Und ich habe so viel zu zeigen. Also, und zu berichten. Und viele warten schon darauf, weil sie neugierig sind, so neugierig, wie ich es auch immer bin. Und ich war ganz besonders neugierig auf das Wollfest in Aschaffenburg. Für mich war es ja schon das zweite Mal. Und trotzdem war ich hinterher noch genauso wieder durcheinander und geflasht und also völlig durch. Also, wie soll ich sagen? Ja, wie in so einer Art Wollrausch. Aber nicht nur wegen der Wolle, eigentlich weniger wegen der Wolle, sondern auch wegen all den anderen YouTubern und Zuseherinnen und Zusehern, jetzt habe ich es doch nochmal so gesagt, die gekommen sind. Ja, genug der Einleitung, ich gehe gleich medias in res. Ich zeige euch, was ich erstanden habe, damit ich damit weitermachen kann. Da hinten seht ihr schon hier mein tolles Teil, ne? Hier der Wollwickler, ich drehe jetzt die Kamera nicht, der ist hier und da hinten das Teil habe ich schon gestern eine Wickelorgie gehabt und habe gleichzeitig gedacht, oh je, das darfst du jetzt noch nicht wickeln, weil die Leute wollen es ja im Strang sehen. Zum Beispiel habe ich gewickelt dieses wunderschöne Teil. Ich habe extra noch ein Zusatzlicht hier installiert, aber ich glaube, das ist von einer zu hell. Ich zeige euch mal näher. Guck dir mal, was das. Es kommt nicht so rüber. Es ist blau. Ich mache mal das Licht aus. Vielleicht kommt die Farbe. Nee, auch nicht. Es ist nicht blau, sondern türkis, was hier blau ist. Gewickelt und nicht gewickelt. Dieser wunderbare Strang von Farbenpracht. Hat keinen Namen, ist Lace-Garn, 600 Meter auf 100 Gramm, 100% Wolle, ganz weich, mega weich. Der hat es mir so angetan, dass ich da zwei Lagen, ich beide mitnehmen musste. Den einen habe ich jetzt schon gewickelt und der andere ist noch nicht gewickelt. Das beste Beispiel dafür, wie diese Garne, wenn sie gefärbt sind auf dem Strang, sich dann darstellen, wenn sie gewickelt sind. Und da ist manchmal ein kleines Problem, also für mich schon. In diesem Fall nicht, aber es gibt Fälle, da hat mir der Strang mega gut gefallen. Und wenn er gewickelt ist, denke ich,
so Hitschen eigentlich nicht gekauft, gewickelt. Aber auf dem Strang hat er so toll ausgesehen. Und das ist schon ein Problem, ne? Manchmal, aber nicht immer. Ich zeige euch noch, was sonst passiert ist rund um meine Wolleinkäufe. Dann auf dem Weg nach Aschaffenburg. Ich bin mit dem Zug gefahren. Entschuldigung, ist was runtergefallen? Oh je, wie immer. Habe ich mich im Zug mit der Janni von Strickel die Strackel die du Struck. Janni, ich kann mir deinen Kanalnamen nicht merken. Ich blende ihn ein. Entweder oben, hier oben oder unten, egal. Die liebe Janni hat ja Wolle gefärbt und hat sie auch zum Verkauf angeboten über Instagram. Und da habe ich zugeschlagen. Ja. Da habe ich diese beiden Schönheiten erstanden. Das ist wirklich ein ganz toller Farbton. Ist sie etwas kräftiger? Es ist auch mehr bläulich. In Wirklichkeit ist es mehr lila. Und der hat, ja, der kommt fast so, wie er ist. So, und für diese beiden Schönheiten ist auch Merino-Wolle mit Polyesteranteil, glaube ich. Eine klassische Sockenwolle, aber mit Merino-Soft. Ne? Ist also sehr weich und stabil, also belastbar. Und dann habe ich bei der lieben Andrea von Manjana Lana, die auch einen Stand hatte auf dem Wolltraumfest in Aschaffenburg, und sie hat ja auch berichtet in ihrem letzten Video. Bei der musste der dritte Strang dazu, den ich noch brauche für ein Projekt. Und da habe ich mir diesen hier geholt. Da haben viele mich beraten, weil ja da ein bisschen mehr Ruhe jetzt rein muss. Hat der nur so ein paar Speckels. Ja, und diese drei Schönheiten, das werde ich ein Tuch, was ich mir schon länger vorgenommen habe, draus machen. Das Love You Babe von der Susanne Sommer. Ich glaube, das wird schön. Mal so richtige Mädchenfarben. Und guck mal, ich habe mich passend dafür angezogen. Guck mal, dieses T-Shirt und das Tuch. Das ist es doch perfekt. Und das bringt Sonnenschein und Freude ins Leben. Ja, für all die, die zu wenig Freude im Leben haben und das auch kommunizieren, weil sie so frustriert sind, hier in unserer Handarbeitswelt. Ich sag nur, hey, habt ihr keine Freude, kauft euch schöne Wolle und macht was draus. Oder lasst sie euch schenken oder tauscht sie oder wie auch immer. Weil das Leben bereichert, wenn man Spaß an der Sache hat. Gut, genug wieder der Moralgeschichten, die will ich heute gar nicht ausweiten. Ich mache gleich weiter. Denn es gibt noch mehr zu zeigen. Ich wusste, wie ich hinfuhr nach Aschaffenburg, dass ich mir auch eine Wollmeise kaufen will. Und zwar eine Wollmeise Lace. Ich hatte schon die Wollmeise Blend, aber die Lace noch nicht. Und zwar habe ich vor das Tuch Haust von der Melanie Berg. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Ich wollte die Anleitung noch raussuchen. Wenn ich es jetzt falsch gesagt habe, korrigiere ich mich nochmal. Aber dieses Tuch hat es mir angetan. Das ist sozusagen der große Bruder von dem Butterflies-Tuch, was viele schon gestrickt haben. Die Sandra und die Steffi. Die Steffi von Gewächsstrickt. Heißt das Gewächsstrickt? Die Steffi ist auch gekommen. Und die Diana von Leusach Garn war dabei. Und ich habe mich so mega gefreut, die beiden endlich auch live kennenzulernen. Und mit der Diana habe ich auch einen Moment reden können. Mit Steffi leider nicht so viel, weil das war einfach zu viel, was da alles los war. Aber ich schweife wieder ab. Ich wollte euch ja jetzt nicht auf die Folter spannen. Ich habe mir diese Wollmeise-Lace mitgenommen für dieses Tuch. Sollte es reichen nach Anleitung, gibt es extra eine Wollmeisen-Anleitung zu diesem Haust. Und da braucht man noch ein Ergänzungsgarn eventuell. Entweder muss man es etwas kleiner stricken oder man sollte noch 100 Gramm von einem anderen Garn nehmen. Ich habe zum Beispiel jetzt an sowas gedacht. Dieses habe ich noch, das von Luise Harding. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ob es das wirklich wird, weiß ich nicht.
Aber dass man dann noch am Schluss, vor der Abschlusskante vielleicht diese, so eine Farbe mit reinlaufen lässt, dann wird es bestimmt ein mega schönes Tuch. Und da ich demnächst ja ein paar Tage nicht zu Hause sein werde und brauche ich ein Mitnahmeprojekt und da habe ich schon beinahe an das Tuch gedacht. Und dann muss ich ja den Strang wickeln, ne? Und wollte ihn auch vorher noch zeigen. Ne? Den Strang. Das ist der, hat den, habe ich das eben gesagt, Nicole? Ich weiß es gar nicht mehr. Also wunderschöne Farben. Ganz toll und lässt sich sicher gut ergänzen mit einem Verlaufsgarn aus meinem Bestand. So, dieser Wollmeisestrang lag zusammen mit einem anderen auf dem Tisch. Das sind alles Nobody's Perfect, glaube ich. Ist das so? Steht da irgendwas drauf? Weiß ich jetzt nicht. Spielt ja auch keine Rolle. Es lag noch ein zweiter Wollmeise-Lace-Strang daneben und ich konnte mich nicht entscheiden. Also habe ich sie beide genommen. Und den habe ich schon gewickelt. Schaut mal, der sieht so aus. Und da ich mit einem Riesenkampf mit meinem Wollwickler hatte, den zu wickeln, hat sich leider was verheddert und ich habe das trennen müssen, das Fädchen. Sonst hätte ich meinen Wollwickler nicht von dem Fadengewirr befreien können. Es war. Eine halbe Stunde habe ich darum gemacht. Ja, auf dem Strang hat es wieder ganz anders ausgesehen, wieso? Aber das gibt ein schönes Jäckchen. Und das Jäckchen hat, glaube ich, wenn es soweit ist, werde ich es berichten. Das führt jetzt soweit. Eventuell werde ich es mit diesem schönen Garn ergänzen. Das ist ein Garn von Wolle Holliger. Das ist dieses ganz weiche Tänzelgarn und das ist auch ziemlich dünn und passt farblich perfekt dazu. Und ich glaube, das gibt ein wunderschönes Sommerjäckchen. Welche Anleitung ich dazu nehme, weiß ich noch nicht. Ich habe es aber schon, wie gesagt, gewickelt und zusammengepackt und ist hier in meiner Vorbereitung, in meinem Vorbereitungsbeutel. Was sich auch da drin befindet, ist das Garn von der Diana. Was mit der Diana mitgebracht hat. Ich danke dir nochmal ganz herzlich. Diana von Leusachgarn hat dieses Strängelchen für mich in ihrem Geschenkbeutel für uns alle. Sie hat ja anderen auch Sachen überreicht. Also ganz herzlich danke nochmal dafür. Und da habe ich sofort aufgejubelt, denn kurz vorher habe ich mir diesen Strang hier gekauft gehabt. Und zwar ist der von der Claudia Rumbler aus Marburg. Die hatte ein sehr schönes Wollsortiment gezeigt auf ihrem Stand. Und die beiden, die gehören doch unbedingt zusammen. Ne? Und das ist auch eine interessante Mischung hier. Also, der hat mich so angemacht, die Farbgebung. Das ist eine neue Qualität, die ich noch nicht kannte. Man kann es sogar bis 40 Grad in der Maschine waschen. Und sie schreibt es auch immer wunderschön hinten drauf, hier auf ihren Anhängerdingern. Und das ist 75% Wolle, 25% Seide und 10% Leinen. Es hat so einen feinen Glanz in sich. Kann man schon so ein bisschen ahnen. Und das Orange von der Diana. Und dann habe ich gedacht, naja gut, die zwei alleine, was mache ich wieder mit zwei Strängen? Bin ich in mein Stash abgetaucht. Entschuldigung, wenn es kraspelt. Denn ich möchte gern den Pulli stricken, den die Andrea von Manjana Lana in ihrer letzten Folge gezeigt hat. Das ist dieser Driftwood von Isabel Krämer, eine kostenlose Anleitung sogar. Und der hat hier so einen Ausschnitt, wie so ein bisschen hier mein T-Shirt ist. Und hat noch eine schöne Knopfleiste. Und ist top-down von oben nach unten gestrickt. Und dann kann man das auch in Fade-Technik oder in Streifen oder wie auch immer machen. Und ich mag das sehr, wenn hier vorne eine Knopfleiste ist. Das habe ich bei vielen Sachen sehr gerne. Und dann dachte ich mir, naja, die zwei reichen ja nicht, ne? Dann habe ich noch das Strängelchen dazu entdeckt. Das ist von der Jani von Strickel Didi.
Und da das ja auch nicht reicht, habe ich noch Merino-Garn gefunden in meinem Stash, was farblich auch sehr gut passt, auch die gleiche Fingerringstärke hat, ein wunderschönes Flieder-Bordeaux-Rot. Das ist tatsächlich genauso, wie es hier rüberkommt. Und dann habe ich hier noch einen Rest, der ist ein bisschen anders. Das müssten wir halt vielleicht weiter oben hier dazwischen mal bringen als Streifen. Und das klassische Gelb. Also, boah, jetzt fällt mir alles runter. Also die werden in diesen Driftwood-Pulli wandern. Diese Stränge. Und das bin ich jetzt auch froh, dass ich euch das gezeigt habe, damit ich das wickeln kann. Ja. Ich tue das jetzt alles hier rein in meine Box. So. Weiter geht's. Ja, weiter geht's. Habe ich euch das von dem jetzt gezeigt? Irgendwas habe ich noch im Petto, was eigentlich auf dem Wollfest war, aber ich finde es jetzt nicht. Ich glaube, ich habe es weggepackt. Naja, gut. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Die hänge ich hinten dran von meinen Errungenschaften. Ich habe jetzt weniger Fotos von anderen YouTubern gebracht oder gemacht und könnte es euch zeigen. Ein paar sind dabei, die kann ich auch noch dran hängen, die ihr noch nicht gesehen habt vielleicht. Aber die Hauptsache hat ja die Heike von Wolltroll, die hat ja so einen tollen Film von dem Fest gedreht. Der sagt ja eigentlich alles aus, ne? Wahnsinn war das einfach, ne? Die liebe Heike, die hat uns auch ihren Kle so ein kleines Spielzeug, also ein Bonbonspender von Petz Troll. Also ich habe es jetzt leider nicht mehr. Ich habe es an mein Enkeltöchterchen weitergegeben und habe der Heike ein Foto davon geschickt, wie sich unsere Kleine darüber freut. Ich wollte es erst noch hier im Film zeigen, aber sie hat es vorher schon auf meinem Schreibtisch entdeckt, als es da lag. Und dann war es natürlich zu spät, ne? Musste aufgemacht werden und so weiter. Ja, gut. Weiter geht's mit dem, was ich noch angestellt habe. Also außer meinen Einkäufen habe ich noch zwischendrin ja ganz schön gewerkelt und nicht wenig. Es kommt schon wieder das quietschgelbe Teil, aber ich zeige euch mal, was ich gemacht habe. Ich habe das ganze Gelösch, was da unten dran war, abgetrennt. Es hat mir doch nicht gefallen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich es einfach so lasse oder ob ich doch noch was Schlichtes dran mache. Ich weiß es nicht. Also viele haben gesagt, das Röckchen ist toll so, aber ich finde es schöner so. Es hat mir dann doch nicht gefallen. Ne, habe ich geribbelt. Vielleicht ist es so schon total okay, aber ich fürchte, es ist ein bisschen kurz. Deswegen, ich habe noch Garn von dem Boppel. Wenn es wirklich fertig ist, werde ich es euch zeigen. So, was noch? Gestern, als ich hier rumgefuhrwerkt habe und gewickelt habe und neue Pläne gemacht habe, und ich habe unendlich viel Pläne gemacht, habe ich was Neues anschlagen müssen. Ich musste, es ging nicht anders. Ich hatte gestern so ein Verlangen, was Neues anzuschlagen. Kennt ihr das? Dass ich dem nachgegeben habe, obwohl ich hab genug auf den Nadeln. Aber ich wollte auch mal was zeigen, weil wir jetzt hier diese ganzen Wollen hier letzter Zeit so in die Kamera halten, die doch sehr, meist sehr, ziemlich hochpreisig sind, habe ich gedacht, ich will euch auch mal was zeigen, dass man was Schönes auch machen kann aus einem Garn, was eben nicht so viel Geld gekostet hat. Jetzt muss ich nur erstmal kurz auf Pause drücken und die Banderole holen. Augenblick. So, weiter geht's. Ja. Ich habe es gefunden. Ich habe immer schon Schreck gekriegt. Ich habe gedacht, wo habe ich das jetzt wieder in meinem ganzen Wust? Und zwar wollte ich ein kleines Sommertüchelchen stricken. Mal wieder. Es liegen genug Angefangene darum, aber ich musste, wie gesagt, was Neues anschlagen. Und auch passend zu meinem Outfit. Manche werden es kennen, manche nicht. Und ihr werdet euch wundern über das Garn, aber auch das passt perfekt zu meinem Outfit. Ich liebe diese Farben.
Jetzt dieses Pastell ist auch mal was Schönes, ne? Und zwar ganz simpel aus einer Sockenwolle, einer Sommersockenwolle. Die Banderole habe ich hier reingesteckt, also der Anleitung. Ihr könnt schon ein bisschen ahnen, ich halte es mal so hin. Hier, strick mich, und zwar das Tuch, jetzt blendet's, Baltic Sommer. Ja, von der Martina Behm. Aus einem Sockengarn, das ich mal im Angebot gekauft habe. Lana Grossa meilenweit. Und das hat eine spezielle Zusammensetzung. Es hat, ist 45% Wolle, 35% Baumwolle, 13% Polyamid und 7% Elite. Und mit 40 Grad waschbar, das sind die üblichen 100 Gramm, 460 Meter Lauflänge und hat die Farbe. Ich kann es nochmal vorlesen, die Farbe 8384. Und das fand ich jetzt spannend. Das Knäuelchen hat mich schon die ganze Zeit immer angemacht. Wenn man so ein bisschen braun ist, passt das natürlich auch. Ich bin schon ein bisschen braun, weil ich die Sophie im Garten gehäkelt habe die ganze Zeit. Werde ich euch nachher auch nochmal zeigen. In der zweiten Folge, in der zweiten Hälfte dieser Folge. Und soweit ist mein gestricktes jetzt gediehen von dem Baltic Summer. Im Grunde genommen ist es ein versetztes Zickzackmuster. Und es kommt sehr gut rüber irgendwie, die Struktur von dem Zickzack. Ne? Ich zeige euch das mal ein bisschen näher. Und es ist schön dehnbar, das Garn an sich schon und das Muster auch. Und es ist total sommerlich und trageangenehm. Diesmal als Anregung, Leute, die vielleicht noch so ein Knäuelchen daheim liegen haben oder es irgendwo bekommen können, sich ein Sommertuch aus der Anleitung von Martina Behm zu stricken oder von der Anleitung von Martina Behm, die das sehr ausführlich erklärt, Schritt für Schritt, wie man das macht. Als Anregung. Und das ist auch für mich, wird wahrscheinlich auch ein Mitnahmeprojekt. Ja. Oder ja, es macht Spaß. Aber man muss sich auch ein bisschen reinversetzen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das ja immer ein bisschen versetzt wird. Dann nimmt man auf der einen Seite ein paar Maschen ab, auf der anderen nimmt man ein paar Maschen zu. Aber man muss auch immer wieder in das Muster reinkommen. Also man muss schon, ja, am Anfang ist es kein so No-Go, aber irgendwann geht es von ganz alleine. So, was habe ich noch zu zeigen? Was ist hier noch? Das habe ich gezeigt. Ich werde jetzt eine Unterbrechung machen und den zweiten Teil vorbereiten, weil ich das alles erstmal herholen muss. Beziehungsweise, ich könnte mal kurz auf Pause drücken. Wie lange habe ich denn aufgenommen? 23 Minuten. Das könnte noch eine Weile gut gehen. Deswegen hole ich doch nochmal ein paar. Ich habe nämlich jetzt keine Ahnung, wie lange das mit der Aufnahme so weitergeht, ohne dass ich es zwischenspeichern muss. Und bin gerade so schön mittendrin, ne? Ja, auch. Ich zeige euch mal, weil ich es auch gestern gewickelt habe, was noch in der Pipeline ist. Und zwar, das gibt einen Pulli in dieser wunderschönen Projekttasche. Habe ich, das ist auch von der Janni, ein Giftgrün, hätte ich beinahe gesagt, aber es ist zusammen kombiniert mit anderen. Nämlich mit dem hier, bestimmt ganz witzig. Das ist ein Garn von Mayflower. Das habe ich euch schon mal gezeigt auf dem Strang. Habe ich gestern auch gewickelt. Merino Hand-Dyed in der Farbe 5043. 5043 ist Pure Wool Superwash. Und etwas dicker, also die Nadelstärke ist hier angegeben mit 4,5. Das ist auch ein etwas, auch nicht ganz so dünnes Sockengarn. Ist auch ein bisschen dicker, also das geht gut zusammen. Und das ist das Garn hier von SMC, Extra Soft Merino Cotton, Naturweiß. Und diese wollen das hier werden. Jetzt steht es fest.
Ich habe ja noch ein ähnliches Garn von Mayflower gehabt, aber das war speckelt. Das ist nicht speckelt gewesen. Aber das war dann zu wirr. Also ich glaube, ich mache das so hier oben am Collar wechselweise mit dem Weiß. Das wird bestimmt interessant. Es wird spannend. Es wird spannend. Wir werden sehen, was draus wird. Aber da kann ich das jetzt erstmal so vorbereitet wegpacken. Momentan habe ich keine Nadeln frei. Ich bin ganz froh drum, sonst würde ich das vielleicht auch noch anschlagen. Ja. Was gibt es noch zu berichten? Ach ja. Auch die ganze Zeit als Mitnahmeprojekt. Ein Tuch, was ich angefangen hatte. So mal just for fun. Mal eben so. Aus einem Merino-Boppel von Drachensteinwolle. Der ist wunderschön weich. Tolle Farben, aber es fing mit Blau an. Und ich bin natürlich mitten in der Reihe. Und so weit bin ich. Da könnt ihr das ahnen. Es ist ein halbrundes Tuch nach der Anleitung von Sylvie Rasch. Danke, Sylvie, dass du uns ab und zu so zwischendrin mit wirklich so kostenfreien Anleitungen versorgst. Ich finde das toll. Dafür hast du auch verdient, dass man mal eine Anleitung kauft zwischendrin, ne? Ja, und diese Anleitung heißt, glaube ich, das einfachste Halbrundtuch der Welt. Ich werde es verlinken. Und das ist auch so. Bloß bei dem gefachten Garn muss man natürlich riesig aufpassen, dass man das Garn nicht spaltet. Ein paar Mal musste ich noch zurückstricken deswegen, weil man wirklich aufpassen muss. Hier ist so eine Stelle. Da kann man sehen mit dem gefachten Garn. Warte mal. Kann man sehen? Ich wollte das eben vor für Effekt. Eben was so noch da. Ich gucke wieder über die Brille. Manche finden es witzig, manche nicht. Ich finde es manchmal gar nicht witzig. Aber egal, so ist es eben. Ne, jetzt finde ich die Stelle nicht. Macht aber nichts. Also das ist von Blau gewachsen. Jetzt wird es immer weiter. Das Orange wird langsam zum Gelb. Das ist mega weich und ein einfach mindless Strickteil, was riesig Spaß macht. Ein paar Sachen habe ich mir einfach notiert auf dem Zettelchen für unterwegs, weil man da ja nicht immer YouTube gucken kann. Habe ich mir das, was die Sylvie uns dazu erzählt hat, mal so aufgeschrieben. Das steckt hier in dieser Tasche dabei. Und die Tasche ist übrigens auch eine Lieblingsprojekttasche von mir. Die ist, eigentlich ist es eine ganz einfache, was heißt einfach, es ist eine Kosmetiktasche, die gab es bei einem bekannten Drogeriemarkt. Und da hatte ich noch einen Gutschein, mal irgendwann geschenkt bekommen und habe ich gedacht, kaufst du dir mal eine schöne Projekttasche? Und die ist wirklich edel, ne? Wirklich edel. Kosmetiktaschen brauche ich gar nicht mehr. So, ich habe ein, zwei Sachen, die benimmt man immer wieder. Aber für die Handarbeiten, toll. So Leute, ich bin wieder mal umgezogen. Ich wollte in meinem Zimmer weitermachen, aber mein Göttergatte, mein liebster Mann, hat angefangen mit der Motorheckenschere direkt unterm Fenster Hecke, also beziehungsweise Grünzeug abzuschneiden. Und ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit mehr, denn in der Regel helfe ich ihm dann, das ganze Geläsch zusammenzumachen und auf den Hänger zu schmeißen. Und das müssen wir dann in die Kompostanlage fahren und, und. Aber ich wollte jetzt doch noch fertig machen, damit ich selbst mir den Überblick nicht zerstöre, den ich vorhin zumindest noch teilweise hatte. Inzwischen bin ich etwas verwirrt, weil ich nicht mehr genau weiß, was ich euch schon gezeigt habe und was nicht. Einen Fehler kann ich gleich nochmal korrigieren, damit nichts schief läuft. Ich kann es auch nochmal ja unten reinschreiben in die Shownotes. Ich habe von dem Haus gesprochen, den ich von der Wollmeise. Hier kann man das mal so ein bisschen sehen. Das ist ja nicht schlimm. Da steht ja nichts Dramatisches drin. So sieht es aus, ausgedruckt, das Tuch. Es gibt noch so einen kleinen Zuschnitt. Das kann man auch mal erkennen, in ungefähr, wie der Zuschnitt des Tuches ist.
Da gibt es verschiedene Varianten und das soll aus dieser Wollmeise-Lace, die ich vorhin zeigte, werden. Und das juckt mich extrem anzuschlagen, aber ich werde erst noch mal das eine oder andere wirklich fertig machen. Aber wenn die Entscheidungen schon gefallen sind, dann kribbelt es in den Fingern. Ne? Kennt ihr das ja auch, ne? Gut, es kribbelt noch was in den Fingern anzufangen. Und zwar habe ich den in letzter Zeit so oft gesehen, den Pulli-Zweig. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig von welcher Designerin. Aber den hatte ich auch schon lange auf meiner Liste. Und war dann auch total geflasht, als ich ihn mehrmals schon fertig gesehen habe. Unter anderem bei der Susanne aus Bremen. Die hat ihn ja sogar zweimal schon gemacht. Hat er mir so gut gefallen. Und habe ich gedacht, okay, von der Größe her ist das auch für Frauen mit viel Joke-Fläche gut geeignet. Ich glaube, für eine ganz zierliche Person ist er, kommt es drauf an. Aber ich kann mir vorstellen, so wie der Schnitt ist, dass ich den gut tragen könnte. Und ich liebe dieses Design. Ich finde das ganz toll. Und habe es, wie gesagt, ja jetzt schon so von so vielen gezeigt bekommen hier von den YouTubern, dass ich mir überlegt habe, ich werde ihn auch in absehbarer Zeit machen. Ja, weil auch die liebe Karin von Karins Strickereien ihn strickt und momentan, glaube ich, hat sie ein bisschen zurückgestellt, aber irgendwann wird sie ja weitermachen und gerade ihre Farbgebung hat mich inspiriert, denn ich habe Wolle noch zu liegen, die sich dafür sehr eignet. Und aus dieser Wolle, dieses Blau, da habe ich schon eine Maschenprobe gemacht und die ist so weich, die Wolle, und die verstrickt sich so schön. Die ist von, war mal ein Restposten von Butinette, die nennt sich Alisa. Leider gibt es die nicht mehr. 60% Merino Schurwolle und 40% Polyacryl. 50 Gramm haben 225 Meter, also Fingerring, ne? Das als Hauptfarbe. Und da ich das aber alleine, beim Zweig ja sowieso nicht erforderlich, also das Blau ist normal nicht so meins. Ne? Das ist nicht meine Farbe eigentlich. Obwohl, wenn ich es hier so sehe, könnte man sich es auch vorstellen. Aber guck dir mal, ich habe diesen wunderschönen Zauberball von Schoppel erwischt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Farbe das ist. Das wird doch wirklich wunderbar passen. Und dann habe ich auch noch Wolle, falls der alleine nicht reicht, auch Merino langläufige 150 von Langjans. Passt auch gut zu dem Blau. Und wenn ich da oben das Hals, die Kante, die Einfasskante von dem Halsausschnitt in diesem Türkis mache und dann noch ein bisschen Blau und dann zu dem Joke übergehe und dann, falls der Schoppelwolle nicht reicht, bei dem Zweig das letzte Colorwork vielleicht wieder mit dem da, kann ich mir vorstellen, dass das wunderschön wird. Ja, das sind auch so Farben, oh, die liebe ich. Und da kann ich mir auch das Blau sehr gut vorstellen für mich. Und da die Wolle, die ist wirklich so toll. Und die schreit regelrecht danach, verstrickt zu werden. Gut, es ist jetzt nicht das ausgesprochene Sommerstrickprojekt. Aber es gibt ja auch im Sommer kühle Tage und Abende. Und überhaupt wäre es ja schön, wenn sowas im Frühherbst fertig ist. Oder für einen kühlen Sommerabend sich lässig über die Schultern zu hängen. Wir essen nur schon alles fertig, gell? Wir träumen die tollsten Sachen. Das Ganze wohnt in diesem Projektbeutel. Das war mal ein Werbegeschenk. Ich weiß nicht genau, irgend so ein Tierschutzverband hat das mal verteilt. Gut. Ja, also in der Prioritätenliste ist der hier und der hier, der Zweig. Und dann noch ein Sommerprojekt, eine Häkelgeschichte, die werde ich euch aber jetzt nicht zeigen, weil das einfach zu viel würde, zu präsentieren. Was ich euch gerne noch zeigen würde in dem Zusammenhang, ist ein wunderschönes Anleitungsheft.
was ich in Aschaffenburg in der Bahnhofsbücherei und Zeitschriftenhandel dort mitgenommen habe. Da sind wunderbare Modelle drin. In dieser Sabrina, ich will euch noch mal einen kleinen Ausschnitt zeigen, auch was man so mal auf die Schnelle, wie das hier, so ein diagonales Top. Und was hat mir noch so sehr gut gefallen? Auch das kann man auch aus verschiedenen Garnen, die man so rumliegen hat, stricken. Das gefällt mir auch sehr gut. So ein richtiger Sommerstrick, das kann man natürlich auch aus Baumwollgarn machen. Was ich auch ganz toll finde, ist dieses Kleidchen. Finde ich auch mega. Ich zahle es nochmal ein bisschen ruhiger hin, damit ihr es nochmal besser sehen könnt. Das ist dieses Wellenmuster, was auch immer Spaß macht zu stricken. Ja, also Sachen über Sachen sind da drin. Auch diese Jacke kann man auch, da werde ich vielleicht beim nächsten Mal berichten, habe ich was zum Ribbeln, was in diese Jacke einfließen könnte. Schönes Sommerjäckchen. Und. Solche Sachen sind in dieser Zeitung drin. Und noch vieles mehr. Auch Taschen. Kann ich nur empfehlen. Wer sie noch bekommt, ist aktuell derzeit. Und sie ist auch nicht Juni 2016 und ist auch nicht so hochpreisig. Und auch die Anleitungen sind sehr gut, finde ich, bei der Sabrina. Man hat sie hinten im Teil hinten so drin, dass man sie auch gut finden kann. Gut, kleiner Tipp. Dann wollte ich euch noch was zeigen, was ich beim letzten Mal vergessen habe, weil es ist fertig geworden und ich habe es vergessen zu zeigen. Passt ja jetzt absolut nicht mehr zum Sommer, aber ich habe ein Mützchen gestrickt. Es sollte erst ein Babygeschenk werden. Dann ist es aber ein bisschen groß geraten. Ich habe beim Aufmaschen nicht richtig gezählt. Und jetzt ist es so groß, dass es meiner kleinen Enkeltochter passt. Und ich fand auch diesen Zipfel, da strickt man zum Schluss einfach nur so ein langes Bändchen und macht einen Knoten rein. Und die Wolle, die ist so weich und so toll gemustert. Das ist, so sieht die im Knäuelchen aus. Die ist von Langjans, das nennt sich Merino Baby Colori. Ganz toll, das Garn. Gibt es in zig Farbgebungen. Passt jetzt natürlich nicht zum Sommer, aber man kann auch Sommersachen aus diesem wunderbaren Garn stricken. Aber ist das Mützchen nicht toll geworden? Das ist so, ja, eine Anleitung frei Schnauze gewesen, aber ich vermute mal, es ähnelt sehr diesem Sockhead-Head. Ne? Gibt es ja auch in allen Größen. Gut. Der Vollständigkeit halber gezeigt, wird irgendwann Verwendung finden. Es wird ja irgendwann kein Sommer mehr sein. Ne? So, habe ich euch das noch gezeigt. Dann wollte ich euch noch zeigen, dass ich... halt, das habe ich jetzt nicht, was ich euch zeigen wollte. Da ist was anderes drin. Das ist wieder das Phänomen. Macht ihr eine Projekttasche auf, guckt rein und denkt, ups, was ist denn das? Das zeige ich euch jetzt nicht. Ein andermal. Und das, was ich euch zeigen wollte, das ist was zum Ribbeln. Ich werde zeigen, wenn es geribbelt ist, werde ich es euch zeigen. Ne? Ne? Was in Arbeit ist, habe ich ja gar nicht so viel gezeigt heute. Nur zwei Megaprojekte sind tatsächlich in der Mache. Einmal der Kunkelkarl, das Tuch Starting Point von der Jochi. Da bin ich jetzt so weit gekommen. Bin ich jetzt im zweiten Teil des Karls. Jetzt werden diese Streifen hier werden doppelt so breit gemacht wie die hier. Und dann kommt wieder so ein Eyelet-Streifen dazwischen. Und dann gibt es noch eine Farbe. Und dann ist erstmal das für den bis Samstag fertig. Das geht relativ rasch. Ich wollte euch nur noch mal so zeigen, die Farben. Das Ganze habe ich natürlich schon zweimal gemacht. Das ist das andere Teil. Aber für diese Woche wäre das, diese Abschnitte zu machen und beim nächste Woche das. Also das läuft. Das läuft gut, macht Spaß und ist spannend, sich mit den anderen in der WhatsApp-Gruppe auszutauschen. Ihr glaubt ja nicht, was für Farben da sich zeigen. Farbgebung, wunderschön. Ihr könnt es auch verfolgen, wenn ihr auf Instagram den Hashtag Kunkelkarl eingebt.
Da seht ihr ganz viele Bilder von den anderen, die den auch stricken. So, was ich bekommen habe. Ach, mir fällt immer noch was ein zu dem Haus. Also alle guten Dinge sind drei, aber hier liegt es ja. Ich habe vorhin, glaube ich, gesagt, die Anleitung ist von Melanie Berg. Sie ist aber von der Astrid Müller. Ich hoffe, die Astrid Müller verzeiht mir das, dass ich sie mit der Melanie Berg verwechselt habe. Tut mir leid. Ich habe es korrigiert. Ne? Das Tuch haust von Astrid Müller, die macht ja auch wirklich toll. Also beide, Melanie Berg und Astrid Müller, machen beide sehr schöne Anleitungen. Das muss man der Vollständigkeit halber wirklich sagen. Ja, und bevor ich zu dem letzten Teil übergehe, wollte ich noch ein bisschen über die Sophie plaudern. Nicht allzu lang, weil es nicht jeden interessiert, aber die, die es interessiert, die warten sich ja schon die ganze Zeit. Meine Sophie ist inzwischen Zentner schwer. Zentner, das ist die Wolle, die momentan dran ist. Catania. Die Sophie habe ich ja aus allen möglichen Resten gestrickt. Reste, 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 Reste. Hat natürlich Vorteile, dass die Reste wegkommen. Nachteile, dass das Garn nicht immer gleich ist, dass das dickes und dünnes Garn sich mischt. Und dann zum Schluss hin werden die Runden ja so lang, dass man nicht genau abschätzen kann, ob sogar manchmal ein ganzes Knäuel reicht. Ein ganzes Knäuel. Ich hatte das Erlebnis, dass ich weiß nicht genau, bei welcher Runde es war, dass, entschuldigt, ich muss erstmal sortieren, dass die Wolle dann aus war, als die Runde noch nicht fertig war. Ich zeige euch nochmal so ein paar Teilabschnitte, damit ihr das mal sehen könnt, wie weit ich jetzt schon bin. Und dann musste ich alles nochmal aufribbeln, weil eine halbe Runde ging ja gar nicht. Aber es macht Spaß, es macht wirklich Spaß. Nur jetzt ist ein Punkt erreicht und man muss natürlich noch 1000 Fäden verweben, ne? Hier hinten. Unendlich viele Fäden. Ich weiß, dass ich die meisten am Anfang gleich schon so arretiert habe, dass ich sie eigentlich abschneiden könnte. Aber das traue ich mich dann nicht. Ich muss doch nochmal nachsticheln. Ja. Was wollte ich eigentlich sagen? Jetzt habe ich mich verheddert. Ach, dauernd guckt mir der Träger hier raus. Das sieht nicht so schön aus. Ich habe so ein etwas komisches Unterteil unten drunter. Passt nicht so richtig zu dem Top. Aber so ist es halt. Und wenn man hier so rumwerschelt, gut, damit müsst ihr leben, ich auch. Hier habe ich zum Beispiel, weil ich auch nicht mehr so viel Baumwollgarn hatte, das ist ein Mikrofasergarn. Das ist jetzt natürlich nicht so dicht, wie das Baumwollgarn dicht ist. Ne? Und da habe ich zum Beispiel, komme gerade gesehen in der Kamera, da habe ich mal so ein bisschen, da war ein bisschen ein Fehler drin. Ne? Man kann es noch ein bisschen zoppeln. Aber ich habe im Prinzip wenig Fehler reingehäkelt und dennoch ist es nicht einfach, das Tuch zu einer homogenen, gestretchten Basis zu bringen. Das heißt Tuch, die Decke. Ne? Ich muss mal auf Pause drücken. Es muss doch immer was sein beim Aufnehmen. Ne? Jetzt habe ich kaum noch Zeit, in Ruhe fertig zu machen. Aber ich habe euch ja schon so viel erzählt. Also zu Sophie nochmal. Zum Abschluss will ich noch was sagen. Nämlich, dass ich sehr, sehr glücklich bin, wenn ich sie endlich fertig habe. Bis Ende des Monats habe ich es mir zum Ziel gesteckt und ich denke, das schaffe ich, wenn es jetzt kommt erstmal dieser helle Teil noch. Wenn es aber schlussendlich auch so ist, dass man für eine Runde fast 2 Stunden braucht. Und ich habe jetzt noch nicht gezählt, wie viele Runden es noch sind. Aber ich denke, ich schaffe das. Und es ist natürlich auch enorm viel, was man auf dem Schoß liegen hat. Aber es ist einfach ein Kunstwerk, denke ich mal. Ich glaube auch, dass wenn es alles fertig ist, und da werde ich natürlich nochmal Fotos machen, dass es wirklich von der Farbgebung her wirklich eine schöne Sophie wird. Ne? Ich sage nur für allen, die noch mittendrin sind,
Durchhalten. Und als nächste Mal, wenn ich sowas häkele, ich habe so im Hinterkopf, guckt da schon wieder der blöde Träger raus, habe ich im Hinterkopf das Madness Mandala. Das habe ich schon mal irgendwann gesagt in meinen Folge Nummer 10, 12 oder 11, keine Ahnung. Da habe ich die Idee gehabt, das mit einem Boppelverlaufsgarn zu machen. Und ich glaube, das macht auch wirklich viel Spaß. Denn man braucht sich da keine Gedanken machen. Reicht diese Farbe jetzt für die Runde? Passt die Farbe? Wie wirkt die sich aus, wenn sie jetzt als Muschelmuster gehäkelt wird? Oder was auch immer. Man kann das in einem Rutsch durchhäkeln. Und wenn der Boppel alle ist, muss man sich halt den nächsten holen mit einer Farbgebung, die zu dem Gesamtbild passt. Und diese ganze Kombi aus Resten zu machen, ist schon sehr anspruchsvoll. Ja. Und ich habe nicht mehr viel übrig. Ich zeige euch mal, was ich übrig habe. Das wollte ich euch noch zeigen. Guckt. Das ist alles, was in meinem Korb von der Sophie der Rand voll war bis oben, was da noch ist. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das alles reicht für die jeweilige Runde. Aber gut, dann gibt es auch eine Lösung. Wir denken ja optimistisch und positiv. Ja, weil ich auch raus will in den Garten, kürze ich jetzt doch ein bisschen ab. Ich zeige nur noch was, was mir ganz viel Freude gemacht hat. Ich hatte ja beim letzten Mal für eine Verlosung, die ich auch mal machen möchte, gesagt, oder beim vorletzten Mal, es wäre schön, wenn ich auch mal von irgendjemandem, von einem, ja, sozusagen ein Angebot bekomme, etwas günstiger einzukaufen für eine Verlosung von mir. Und da hat mir eine ganz liebe Handarbeitsfreundin, und zwar ist es die Elderflower. Ihr kennt sie unter dem Namen Elderflower. Ich werde es euch unten verlinken. Elderflower 20 hat sie ihr Instagram-Profil, und sie war so lieb und hat mich beschenkt. Danke, ich danke dir von Herzen. Na? Das war so großzügig von dir und so klasse. Ja, ich denke, irgendwann wird mir auch noch was einfallen, aber im Moment bin ich so blockiert mit tausend Sachen, wie ihr ja merkt, dass ich dich noch ein bisschen Geduld bitte, und es soll auch was Schönes werden. Mal schauen. Aber du hast mich als erstes überrascht, indem du mir Projekttaschen geschickt hast. Und zwar zeige ich dir jetzt mal, die du selbst genäht hast. Das ist die eine. Sehr schön die Farbe. Mit einer wunderschönen Zierborte hier oben für Maschenmarkierer, einen Karabinerhaken, und dazu gehört eine passende Nadeltasche, auch sehr schön praktisch. Und der zweite Projektbeutel sieht so aus. Mit Erdbeeren und einem schönen Vögelchen drauf und auch innen ganz toll gefüttert, heller Stoff, dass man alles gut findet, und auch einem Haken für Maschenmarkierer oder Projekt Progress Keeper. Ja, das passt ja jetzt in die jetzige Jahreszeit. Dann hat sie mir noch eine liebe Karte geschrieben. Hat mich farblich toll gepasst zu den beiden Taschen, ne? Total zusammenpassend, schön. Und jetzt kann ich ihn auch endlich trinken. Tee als Überraschung. Ja, und der Gedanke dabei ist, eine Tasche soll ich selbst behalten für mich und eine darf ich verlosen für euch. Also das ist wirklich klasse. Und ich habe mir diese Tasche für mich ausgesucht. Die gefällt mir so gut mit dieser Borte hier oben. Beide gefallen mir. Es fiel mir schwer, mich zu entscheiden. Aber vor allen Dingen auch deswegen, weil dieses Nadelkissen, das gebe ich einem Schnitt her, das finde ich so schön. Passt natürlich zu dieser Tasche. Und wer sich von ihr sowas machen lassen möchte, der darf sich über Instagram bei ihr melden, und dann kommt ihr zusammen ins Gespräch.
Diese Tasche wird, also demnächst gibt es Verlosungsfolgen. Da steht ja noch ein bisschen, noch ein kleiner Rückstau an. Die Verlosungsfolge von meiner Glückskatze. Da mache ich ein extra Filmchen. Da hatte ich euch kein Schlussdatum gesagt, wann ihr euch da nicht mehr melden dürft zum Thema, ich hätte gern die Glückskatze gewonnen. Und da sieht es so aus, dass ich mir überlegt habe, ich warte jetzt noch bis Ende des Monats. Dann kann allerdings die Verlosung erst Mitte Juni stattfinden. Das wäre auch nicht so toll, ne? Ich weiß aber auch nicht, ob ich es diese Woche noch schaffe. Also ich bitte euch um Geduld. Wir machen es so. Bis zum 1. Juni ist das noch offen, dass ihr unter maschenbilder.web.de, ich werde es euch unten nochmal verlinken, unter dem Betreff Glückskatze an der Verlosung von dem Aquarell teilnehmen könnt, was ich in der letzten Folge gezeigt habe. Es haben schon viele geschrieben. Das muss ich auch alles vorbereiten und ich werde es dann aber erst Mitte Juni verlosen können. Dann gibt es ein kleines Extra-Video zu dem Löwenbild. Das mache ich jetzt wirklich noch diese Woche, hoffe ich, sofern nichts Dramatisches dazwischen kommt. Das sind ja nicht viele gewesen, die sich da gemeldet haben, aber das war auch okay. Erhöht sich die Gewinnchance. Und die dritte Verlosung mache ich dann, wenn das mit der Glückskatze rum ist. Aber ich kann es euch schon mal avisieren. Das wird dieser wunderschöne Projektbeutel sein. Und ich werde auch diesen Boppel verlosen. Einen habe ich ja schon angefangen zu verstricken. Der zweite ist wunderbar geeignet für einen Loop oder ein Schälchen. Es ist ein ganz tolles Garn. Sehr weich, sehr fluschig. Kann man bis 30 Grad waschen. 39% Acryl, 39% Polyamid, 19% Mohair und 3% Metallic. Aber es ist ganz weich. Gut, wer jetzt Wolle am Hals nicht haben kann, wird damit nicht glücklich, aber es gibt ja auch viele, die haben es. Also es kratzt nicht. Mich kratzt es nicht und ich bin also auch mittelmäßig empfindlich. Mittelmäßig bis empfindlich. Irgendwas dazwischen. Ja. Und das passt nämlich wunderschön auch zu dieser Projekttasche, ne? Der Boppel. Und da gibt es noch ein paar Überraschungen, die da reinkommen. Aber die Verlosung werde ich nochmal avisieren, wenn ich Mitte Juni wird es werden. Es tut mir leid, es ist jetzt so eine Jahreszeit, da läuft manches ein bisschen anders wie im Winter, Herbst, Winter. Bei uns jedenfalls. Gut. Habe ich das auch erledigt? Im Prinzip bin ich durch. Ich habe wieder das Gefühl, ich habe wieder das Bild vergessen, was ich euch zeigen wollte. Das fällt diesmal flach. Kann das jetzt nicht noch zeigen. Vielleicht zeige ich beim nächsten Mal zwei Bilder von mir. Dafür hänge ich euch noch ein paar Fotos hinten dran, die euch vielleicht Spaß machen. Und wünsche euch gute, schöne Sommertage, die demnächst schon bald auf uns zukommen. Ich weiß nicht, wann ich den nächsten Videofilm aufnehmen werde, den regulären, die Verlosung, ja. Aber mit dem Video wird es bestimmt Mitte Juni eher. Ne? Kann durchaus 3 Wochen dauern, bis es wieder klappt. Vielleicht auch eher. Ich kann es nicht regelmäßig machen. Tut mir leid. Gut. In dem Sinn bin ich froh, dass ich das heute noch geschafft habe, wenn es auch wieder ein bisschen chaotisch war. Aber da würdet ihr euch ja wahrscheinlich sehr wundern, wenn es auf einmal nicht chaotisch ist. Und grüße euch, wie gesagt, ganz herzlich und seid lieb miteinander und freut euch des Lebens so gut, wie es geht. Und übersteht alles, was nicht so gut ist, mit viel Mut, Kraft und Zuversicht. Und wenn es mal eng wird, schaut einfach ein paar schöne Handarbeitsvideos. In diesem Sinne grüße ich euch und bleib eure Sylvia. Tschüss!